Gesegneten Sabbat. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Serie Weltengeschichte zum letzten Tag und zum drittletzten Thema. Das Geheimnis entschlüsselt. Heute Abend werden wir die letzte Gelegenheit haben, noch einmal Fragen zu beantworten. Wir haben schon etliche Fragen in diesen 4 Wochen bekommen. Sehr viele interessante Fragen. Wenn ihr eine Frage habt zu all den Dingen, die wir vorher besprochen haben, und da wir fast die gesamte Weltgeschichte und fast die gesamte Bibel besprochen haben, könnt ihr fast jede Frage stellen, die es gibt. Dann habt ihr die Gelegenheit, für alle, die live zuschauen, könnt ihr unter fragen@weltengeschichte.de diese Fragen stellen. Da einige von euch vielleicht heute zum ersten Mal da sind oder nicht alle Episoden mitverfolgt haben können, wollen wir ganz kurz zusammenfassen, was wir bisher in den vergangenen 4 Wochen angeschaut haben. Mit anderen Worten, ungefähr 5800 Jahre Weltengeschichte im Kurzdurchlauf. Was bisher geschah? Wir haben angefangen mit der Aussage, Gott ist die Liebe und er ist es immer. Das ist seine Gesetzmäßigkeit, das ist das Gesetz Gottes. Er schuf die Welten, die alle in Übereinstimmung mit diesem Gesetz Gottes lebten. Jemand stellte das Gesetz in Frage. Helel, der oberste aller Malakim, der oberste aller Engel, wurde zu Satan, nahm ein Drittel aller Engel mit sich auf die Seite der Rebellion. Gott schuf die Erde und er schuf den Menschen als Repräsentanten seines Charakters, als Beweisstück im großen Kampf, dass Gott wirklich gut ist. Doch der Mensch wurde verführt durch das Wirken Satans, er hat sich der Rebellion angeschlossen, aber Gott gab die Menschheit nicht auf und versprach selbst, das Opfer zu bringen, um den Menschen eine zweite Chance, ewiges Leben zu ermöglichen. Opfer sollten das über Jahrhunderte, über Jahrtausende vorschatten. Die alte Welt ging in den Fluten der Sintflut unter, nachdem Gott 1,5 Jahrtausende auf Buße gehofft hatte. Und dann berief Gott einen Menschen, Abraham, mit dem er einen Bund schloss. Er sollte das Gesetz Gottes, das Wesen Gottes, das Evangelium in die Welt hineintragen. Seine Nachfolger wurden zu einem großen Volk in der, seine Nachkommen wurden zu einem großen Volk in der Gefangenschaft in Kemet in Ägypten, aus der sie Gott befreite im Jahre 2513 durch Mose, der geführt von Gott das Volk in die Wüste an den Berg Sinai brachte, wo Gott sein Gesetz, das Gesetz der Liebe, ihnen offenbarte. Nach einigem Hin und Her, nach Verzögerung durch Unglauben, eroberten sie endgültig das Land Kanaan und sollten dort ein Licht für die Welt sein. Stattdessen folgte moralische Finsternis über Jahrhunderte, denn man folgte nicht Gottes Gesetz, sondern den Gebräuchen und Gepflogenheiten der umliegenden Völker. Bis dann Samuel und David und Salomo das Volk zu neuer moralischer Größe und auch nationaler Größe brachten. Doch das alles war nur eine Episode, denn nachfolgende Königreiche fielen wieder von Gott ab. Das Nordreich Israel geriet in die Gefangenschaft unter den Assyrern und das Südreich wurde von den Babyloniern erobert unter dem Großkönig Nabukodonosor II., der einen großen Traum hatte, in dem er die zukünftige Weltengeschichte sah und die hat sich genau so erfüllt. Auf die Babylonier folgten die Meder und Perser, die das Volk Israel wieder frei ließen. Es konnte die Stadt Jerusalem wieder neu aufbauen, obwohl die meisten in Babylon blieben. Es waren nur übrige, die zurückkehrten an den Ort ihrer Väter. Es kamen später die Makedonen, die Griechen und Alexander dem Großen. Es kamen die Römer und es kam in Übereinstimmung mit all den Prophezeiungen der Jahrtausenden Jesus Christus, Gott wurde Mensch, identifizierte sich mit dem sündigen Menschengeschlecht, um ihnen ein Beispiel zu geben, wie man den Satan tatsächlich besiegen kann, um ihnen Vergebung zu predigen, Befreiung von ihrer Schuld, sie zu heilen und dann für sie alle Sünden auf sich zu nehmen. Und verspottet, gequält und bespuckt am Kreuz für jeden einzelnen Menschen, für dich und für mich zu sterben. In Übereinstimmung mit dem, was er mit dem Vater besprochen hatte, gab er sich selbst das Leben wieder und gab es der Menschheit damit wieder, damit sie eine Hoffnung über den Tod hinaus hätten. Er stieg in den Himmel auf, wurde Hohepriester im himmlischen Heiligtum und dort wurde er zum Priester gesalbt. Das Öl, das an ihm vorbei herabfloss, der Heilige Geist, fiel auf die Erde und zu Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, wurde die Gemeinde Gottes, die Christenheit, gegründet. Das jüdische Volk lehnte das Evangelium nach 3,5 Jahren Predigt durch die Apostel ab und Israel hörte auf, das besondere Volk
Gottes zu sein. Die Christen, erst zögernd, dann mit voller Überzeugung, vor allem durch Saulus, der zu Paulus wurde, brachten das Evangelium an die Enden der damals bekannten Welt, bis in die Zentren des Heidentums, nach Athen und Korinth und nach Rom. Der letzte überlebende Apostel Johannes schrieb auf der Insel Patmos die Offenbarung Jesu Christi, in der er die zukünftigen Ereignisse noch einmal detailliert voraussah. Und auch diese erfüllten sich genauso, wie er es gesehen hatte. Posaune nach Posaune und Siegel nach Siegel und Gemeinde nach Gemeinde kamen so, wie Johannes es gesehen hatte. Es folgte eine gewaltige Christenverfolgung im Römischen Reich, die endete, als Konstantin Kaiser wurde, das Christentum tolerierte und förderte, das Christentum dazu im Gegenzug sich dem Heidentum anpasste. Es folgte eine finstere Zeit, als die Barbarenstämme, die Rom zertrümmerten und vernichteten, jetzt die römische Variante des Christentums zur Staatsreligion erhoben und das Papsttum den Platz des Kaisers einnahm. Die, die treu zum Evangelium standen, wurden in die abgelegenen Gebirge der Westalpen oder in abgelegene Gebiete wie in Schottland zurückgedrängt und überlebten dort über Jahrhunderte den wahren, echten Glauben und hielten ihn am Leben. Viele Reformatoren standen auf und wurden zum Teil bitter bestraft, wie Jan Hus, der in den Flammen in Konstanz starb. 1517 wendete sich das Blatt. Gott sandte Licht durch Martin Luther und viele andere Reformatoren, fast zeitgleich Zwingli und Tausend und Petri und Berquin und Calvin und Knox und wie sie alle hießen, brachten plötzlich das System Rom zum Wanken. Und Licht und Finsternis rangen miteinander. Einige der verfolgten Protestanten segelten nach Amerika, das vor kurzem erst entdeckt worden war, und wollten dort einen neuen Anfang wagen. In jener Zeit gab es neue Erweckungsbewegungen. Wesley und andere standen auf und betonten eine persönliche Beziehung zu Jesus. Nicht nur wahrer Glaube und rechte Lehre, sondern Herzensbekehrung. Das Zeitalter der Aufklärung, in dem man meinte, alles mit dem menschlichen Verstand erklären zu können, wurde jäh erschüttert durch das Erdbeben von Lissabon. Die Offenbarung hatte das vorhergesehen. In den USA wurde ein neuer Staat gegründet, der zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit die Religion und die Regierung vollkommen trennte. Jeder durfte ganz frei sein in Gewissensdingen. Zum ersten Mal wurde das Prinzip des Himmels auch in einem Staat durchgesetzt. Gleichzeitig brach die Französische Revolution aus, wo ein Staat es wagte, die Existenz Gottes per Gesetz zu verneinen und Satan alle Entfaltungsmöglichkeiten hatte, seine Prinzipien zu demonstrieren. Es endete in einem furchtbaren Schlachtfest. Als Folge der Revolution wurde sogar der Papst 1798 abgesetzt, genau 1260 Jahre, so wie Daniel und Johannes in ihren Prophezeiungen es vorhergesehen hatte. Eine neue Erweckung würde kommen, so hat es die Offenbarung gesagt. Und plötzlich war das Buch Daniel längst nicht mehr so unverständlich, wie es seit Jahrhunderten gewesen war. Plötzlich fingen überall in Südamerika und in Nordamerika und in Europa, selbst in Asien, Menschen an zu glauben, dass Jesus sehr bald wiederkommen würde. Und einer von ihnen war William Miller, der 1818 entdeckte, dass nach der Prophezeiung des Daniels in Daniel 8 und Daniel 9 Jesus um 1843 wiederkommen müsste. Er studierte das immer wieder und dachte darüber nach, aber tat nichts, während die ganze Welt Kopf zu stehen schien. Und an der Stelle haben wir das letzte Mal aufgehört, gestern Abend. An der Stelle werden wir heute Morgen weitermachen. Episode 25. Das Geheimnis entschlüsselt. Es war an einem Samstagmorgen so wie heute. Er saß an seinem Schreibtisch, wie er das so oft zu tun pflegte. Und er hatte wieder sein Lieblingsbuch geöffnet, die Bibel. In Reichweite waren die Geschichtsbücher, die man ab und zu brauchte zum Bibelstudium. Aber am liebsten las er die Bibel selbst. Und er hatte in der Bibel sein Lieblingsbuch geöffnet, das Buch Daniel. Er liebte die Prophezeiungen, seit Jahren hatte er sie studiert. Er hatte viel Neues, Interessantes, ja fast Spektakuläres entdeckt. Auch an jenem Samstagmorgen, als er noch einmal das durchging, was ihm schon längst
bekannt war. Vielleicht hat er an jenem Morgen ein bisschen über Daniel 12 nachgedacht. Als Daniel die Ansage bekam vom Engel, du aber Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Die war mittlerweile angebrochen. Seit Jahrzehnten war das Buch geöffnet. Jesus hatte es selbst geöffnet. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Ganz bestimmt traf das auf ihn zu. Er, William Miller, hatte so viel Neues erkannt durch dieses Buch. Der Daniel hatte damals die Frage gehört, wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Wann beginnt diese Zeit des Endes? Und die Antwort war gegeben worden, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Miller hatte das längst durchschaut. Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit ist dieselbe Zeitprophezeiung wie die 1260 Tage in der Offenbarung. Hatten sie sich nicht haargenau erfüllt, als 1798 der Papst gefangen genommen worden war, 1062 Jahre, nachdem die Ostgoten Rom verlassen hatten. Aber er las weiter und fand noch eine andere Prophezeiung, die von demselben Ereignis sprach, nur einen anderen Anfangszeitpunkt hatte. Von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Und er griff noch einmal in seine Bibliothek, ein Geschichtsbuch holte heraus und schaute noch einmal nach, wann ging das los, dass das Papsttum militärische Macht zur Hilfe bekam. Und er fand das Datum erneut bestätigt, es war 508. Und 1290 Jahre später würde ihn wieder zu 1798 bringen. Mehrere Prophezeiungen bestätigten, 1798 war die Zeit des Endes. Aber dann gab es noch eine Prophezeiung. Wohl dem, der ausharrt. Glückselig der, der wartet und 1335 Tage erreicht. 45 Tage mehr. 45 Jahre weiter gerechnet. Und gut in Mathe, wie er war, addierte er noch einmal, hatte das schon tausendmal gemacht, 1798 plus 45, das ergibt 1843. In Daniel 8 hatte er diese Zahl gefunden. In Daniel 12 fand er sie schon wieder. Glückselig der, der auf 1843 wartete. Er wartete auf dieses Datum. Er glaubte ganz fest, Jesus würde wiederkommen. Er hatte das seiner Frau erzählt. Er hatte es seinen Kindern erzählt. Und auf drängende Nachfrage hatte er auch mal einem Nachbarn was gucken lassen. Seine Frau hat oft gefragt, warum er es nicht mehr erzählt. Er hatte stets die gleiche Antwort. Ich bin kein Theologe. Ich bin ein armer Bauer. Niemand wird einem Farmer zuhören. Und an jenem Samstagmorgen am 13. August 1831 war die Stimme wieder da. Sie war nicht mit Dezibel zu messen. Und seine Frau hat sie wahrscheinlich nicht einmal gehört. Aber er hörte sie ganz deutlich zwischen seinen Ohren hier irgendwo im Gehirn. Tell it the world. Sag es der Welt. Hätte er gewusst, dass zu diesem Zeitpunkt schon tausende britische Prediger durch die Welt zogen, vor allem in Großbritannien. Er hätte wahrscheinlich sofort die Stimme ad acta gelegt. Hätte er gewusst, dass schon Konferenzen abgehalten worden waren und Bücher geschrieben worden waren und Zeitschriften in der Welt sich verbreiteten, er hätte die Stimme ad acta gelegt. Hätte er gewusst, dass ein Missionar bereits bis nach Afghanistan gekommen war, um dort das Evangelium von dem kommenden Jesus zu verkündigen, er hätte die Stimme ad acta gelegt. Doch er dachte wirklich, er sei der Einzige, dem Gott das bisher offenbart hatte. Und die Stimme wurde so stark, sie schien sein Herz fast zum Springen zu bringen. 15 Jahre lang hatte er die Bibel gelesen. Und seit 13 Jahren war er überzeugt. Und nichts, aber auch gar nichts hat er unternommen.
Und an jenem Morgen, als es ihn fast zu erdrücken schien, diese Pflicht, die Welt zu warnen, kniete er nieder und wollte Gott schon versprechen, zu predigen darüber, als er trotzdem noch diesen Wunsch hatte, irgendwie drumherum zu kommen. Und er kam auf eine geniale Idee. Ich verspreche dir, Gott, über diese Erkenntnisse zu predigen unter einer Bedingung. Hier ist die Fußnote. Du musst jemanden senden, der mich einlädt. Und er stand von dem Gebet auf. Und es fühlte sich jetzt so viel einfacher an. Er wusste, in seinem ganzen Leben hat ihn noch nie jemand eingeladen zu einer Predigt. Und er lächelte. Und oben im Himmel hat sich ein Engel wahrscheinlich fast verschluckt vor Lachen, denn er war vor kurzem, wenige Stunden zuvor, von Gott ausgesandt worden in den Nachbarort, um dort einen Menschen zu beeindrucken, seinen Sohn loszuschicken und eben genau diesen William Miller für den nächsten Tag, den Sonntag, zu einer Predigt einzuladen. Es klopfte an der Tür. Und Miller öffnete die Tür, sah seinen Verwandten, den jungen Mann, der sagte, könntest du morgen über die Wiederkunft Jesu predigen? Er hat kein Wort gesagt, er hat den Mann einfach stehen lassen und ist in den Wald gerannt. Der junge Mann hat sich gedacht, was war denn daran jetzt falsch? Und seine kleine Tochter, der 8 Kinder, rannte ihm noch hinterher und schrie, Papa, Papa, was ist mit dir los? Aber nicht mal seine kleine Tochter, für die er sonst sein Leben gegeben hätte, hat er an diesem Tag beachtet. Er rannte in den Wald und obwohl kein Dornbusch brannte, waren die Worte, die er sprach, ganz ähnlich wie die, die Mose sprach im Jahre 2513 nach der Schöpfung. Ich kann nicht, ich bin unqualifiziert, ich sende jemand anders. Eine Stunde lang hat er mit Gott gerungen. Nach einer Stunde kam der Farmer aus dem Wald zurück und war ein Prediger. Er verließ seine Farm am nächsten Tag und ging nach Dresden, einem kleinen Ort in der Nähe. Und er predigte dort und es war so ein Erfolg, dass als er nach Hause kam, schon die nächste Einladung in dem Briefkasten war. Und von dem Zeitpunkt an hat seine Frau ihn nicht mehr oft gesehen. Fast jedes Wochenende war er an verschiedenen Orten eingeladen und immer, wenn er eingeladen worden war, waren so viele Leute begeistert, dass sie immer noch mehr Predigten hören wollten. Fast immer wurden die kleinen Konferenzen, die immer nur für einen Sonntag oder für einen Samstag und Sonntag angesetzt waren, verlängert. Die Leute wollten unbedingt noch am Montag kommen, am Dienstag kommen, am Mittwoch kommen. Jesus kommt wieder und das sehr bald. Und so zog er durch den westlichen Teil des Bundesstaates New York und auch durch den Bundesstaat Vermont von einem kleinen Dorf zum nächsten kleinen Dorf, von einer kleinen Kirche zur nächsten kleinen Kirche. Und alle Menschen, die kamen, waren begeistert und überall sprangen kleine Erweckungen auf. Ein anderer zog umher, nicht von einem kleinen Dorf zum nächsten, sondern von Ägypten nach Palästina, nach Syrien, nach Armenien, nach Turkmenistan, nach Persien, nach Afghanistan, an den Hindukusch und irgendwann bis nach Indien. Josef Wolf predigte unter Einsatz seines Lebens, unter Gefahren. Jesus kommt um 1843 wieder. In jener Zeit, als die Adventbewegung in Britannien eigentlich schon am Implodieren war, aufgrund der Ereignisse, die wir in der letzten Episode angesprochen hatten, als der große Prediger Irving plötzlich anfing, Fanatismus zu glauben, begann Satan ein weiteres Manöver. In Oxford, demselben Ort, von dem aus die Reformation unter Wycliffe begonnen hatte, sollte jetzt diese neue Reformation des Prophetieverständnisses ein für alle Mal kaputt gemacht werden. Aus Oxford kamen Traktate, eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Und diese Traktate brachten das alte Gift der Jesuiten. Die Prophezeiungen hätten sich alle schon in der Vergangenheit erfüllt. Und außerdem sei die Reformation gar nicht so toll gewesen. Eigentlich müsste man wieder versuchen, zurück nach Rom zu kommen. Die Oxford-Bewegung versetzte die anglikanische Kirche in einen Schock und veränderte den Protestantismus in Großbritannien immer mehr.
Immer weniger glaubten an die historische Auslegung der Prophetie und immer mehr sehnten sich zurück nach Rom. Von Großbritannien konnte kaum noch viel erwartet werden für diese letzte große prophetische Erweckung. Im selben Jahr fielen die Sterne vom Himmel. Nicht einer, nicht zwei, nicht fünf, sondern zigtausende Sternschnuppen, so viele, dass niemand sie zählen konnte. War das nicht eine Erfüllung dieser Prophezeiung, die im sechsten Siegel neben dem großen Erdbeben und dem schwarzen Tag, von dem wir gestern Abend gesprochen haben, in der Offenbarung angekündigt worden war? Hatte nicht Gott vorhergesagt und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er vom starken Wind bewegt wird? Es waren erstaunliche Zeiten, es war die Zeit des Endes. Und Miller ging weiter von einem Kleindorf zum nächsten Kleindorf. Wo er eingeladen wurde, predigte er, die Leute waren begeistert und dann ging nach Hause und ging ins nächste Dorf. Jahr ein, Jahr aus ging das so. Irgendwann wurde er gebeten, seine Gedanken zur Wiederkunft von Jesus schriftlich niederzubringen. Und so veröffentlichte er 1836 ein kleines Büchlein mit dem Titel Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ about the year 1843. Beweise aus der Bibel und der Geschichte über das Wiederkommen Jesu ungefähr im Jahre 1843. Und er zog weiter, verkaufte sein Büchlein und predigte. In jenen Jahren ist Joseph Wolff bis nach Amerika gekommen und hat vor dem US-Kongress, vor der versammelten politischen Elite Amerikas verkündigt, Jesus kommt bald wieder. Aber aus einem Grund, den niemand genau kennt, hat sich Joseph Wolff danach in England zur Ruhe gesetzt und seine Tätigkeit eingestellt. War es, dass er, wie die meisten britischen Adventpioniere, geglaubt hatten, dass bevor Jesus wiederkommt, all die Juden erst noch nach Palästina zurück müssen und jetzt, als die Zeit immer näher heranrückte, es immer unwahrscheinlicher wurde und er selbst sich nicht mehr sicher war, ob das noch passieren könnte. Miller hatte damals erkannt, dass genau das nicht der Fall sein werde. Jesus kommt wieder, das Volk Israel spielt in der Prophetie keine Rolle mehr. Aber seine Position war relativ unbekannt. 1838 bekam ein bekannter und sehr begnadeter Prediger das Buch von Miller in die Hand. Sein Name war Josiah Litch. Er war ein Methodist und erkannte schnell, dass Miller hier großartige Dinge erkannt hatte und fing an, das auch zu predigen. Er war der Erste, der bekannt war und der sich an Millers Seite stellte. Aber noch kannte ihn, den Miller, kaum jemand. Im selben Monat, Februar 1838, hatte auch ein anderer, noch bekannterer Prediger, Charles Fitch, man verwechselt die leicht, Litch und Fitch, dasselbe Buch gelesen, dieselbe Überzeugung bekommen und sogar anderen Prediger auf einer Predigertagung verkündigt, Jesus kommt bald wieder. Die haben ihn angeschaut, haben gesagt, Charles, hast du den Verstand verloren? Glaubst du etwa diesem Bauern da? Und beschämt hat er sich erst einmal wieder zurückgezogen und sich mehr mit Gerechtigkeit aus Glauben und dem allgemeinen Evangelium beschäftigt. Aber er sollte zwei Jahre später der Bewegung wieder zugeführt werden. Und im Jahre 1839, bekam Miller seine erste Einladung nach über 8 Jahren Predigt. Seine erste Einladung in eine Großstadt. Nach Boston. Er wurde eingeladen dort in der Gordon Street Chapel zu predigen. Und das tat er. Er predigte seine Predigten. Und am Ende seiner Predigten kam der Pastor der Gemeinde zu ihm. Sein Name war Joshua Himes. Und das war ein Bündel Dynamit auf 2 lebenden Beinen. Und er fragte ihn, sag mal, Vater Miller, glaubst du wirklich, was du predigst? Und er sagte, ja, sonst würde ich es ja nicht tun. Und Himes fragte ihn, ja, dann muss es die ganze Welt erfahren. Und Miller erinnerte sich an die Stimme 1831, die gesagt hat, tell it the world. Ja, ich weiß, ich versuche mein Bestes. Ja, wo bist du denn gewesen? Naja, hier in Vermont und in West New York, in fast jeder kleinen Stadt. Ja, und was ist mit New York und mit Philadelphia und mit Washington D.C. und mit Portland? Ich gehe halt dahin, wo ich eingeladen werde.
Das geht so nicht. Wir müssen die Sache vollständig auf eine andere Basis bringen. Und Joshua Himes bot ihm an, mit allem, was er hatte, ihn zu unterstützen. Er schrieb später, er legte alles, seine Familie, seinen Beruf, seine Reputation auf den Altar, um Millers Erkenntnis zu verbreiten. Schon bald wurde die erste Zeitung herausgebracht, Signs of the Times, die Zeichen der Zeit. Und darin wurden die Prophezeiungen Stück für Stück erklärt, die das Standbild aus Daniel 2 mit den Weltreichen, so wie sie gekommen waren, Daniel 7, das babylonische und das persische Weltreich und das griechische Weltreich und das römische Weltreich und die 10 Hörner und das kleine Horn, das Papsttum, all das wurde genauestens unter die Lupe genommen, aber vor allem diese Zeitprophezeiung, die 2300 Abende und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Das Heiligtum, wie wir gestern Abend gesehen hatten, musste ja die Erde sein, denn im Himmel muss nichts gereinigt werden, oder? So dachten alle und so dachte auch Himes. Und diese 2300 Abenden wurden genauso erklärt, wie Miller es verstanden hatte und wie man jetzt mittlerweile entdeckte, auch in England es verstanden worden war und auch in Spanien verstanden worden war und in Italien durch Lacunza verstanden, nee, das stimmt nicht, aber an anderen Stellen verstanden worden war. Der Engel Gabriel hatte selbst die Lösung gegeben. Daniel 9, die Prophezeiung vom kommenden Messias, war der Schlüssel. Daniel 9 und Daniel 8 gehörten zusammen. Die 490 Jahre waren nur abgeschnitten von der großen Periode. Der Litsch war es, der das im Hebräischen gefunden hat und irgendwann schrieb, stellt euch vor, ich habe es im Hebräischen gefunden. Das Wort heißt eigentlich abschneiden. Wir waren total aus dem Häuschen. Vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems, das sollte der Startpunkt sein. Und Miller hatte schon längst in Geschichtswerken geprüft. Es war 457, man hat es immer wieder gegengecheckt. Niemand konnte ein anderes Datum vorschlagen. Jesus würde wiederkommen und zwar nicht geistlich, wie das manche glaubten und schon gar nicht erst in über 1000 Jahren, wie es fast alle glaubten, sondern sehr bald und sehr persönlich und sehr konkret. In derselben Weise, wie er in den Himmel aufgefahren worden war. Es war die einfache, klare, unmysteriöse Botschaft der Bibel, die plötzlich wie ein Lichtstrahl in das etwas vernebelte Denken der Christenheit des frühen 19. Jahrhunderts drang. Ihre Mission war die Botschaft des Engels. Schon bald zierte er alle Zeitungen, Signs of the Times. Der Engel flog durch den Himmel. Hatte nicht Johannes diesen Engel gesehen? Ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Gott ist immer derselbe. Seine Botschaft bleibt dieselbe. Und diese gute Botschaft sollte in der ganzen Welt, jeder Nation, jedem Volksstamm, jeder Sprache und jedem Volk verkündigt werden. Das war Gottes Plan für das alte Israel. Sie hatten jämmerlich versagt. Das war Gottes Plan für die allgemeine Christenheit. Und seit dem 3. Jahrhundert hat es keine Missionare mehr gegeben. Erst vor kurzem hatten wieder die ersten Missionare in Indien und in China und in Burma angefangen zu wirken. Gott suchte ein Volk. Er suchte Menschen, die die Wahrheit über Gottes Charakter in der ganzen Welt verbreiten würden. Der Engel rief, der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Das musste die Wiederkunft sein, oder? Und so predigten sie, die Stunde des Gerichts ist gekommen. Jesus kommt bald wieder, noch 3 Jahre. Und was bewirkte das für eine Sensation? Alkoholiker wurden nüchtern, Spieler wurden wieder vernünftig. Menschen gaben freiwillig ihre Verbrechen zu. Eine Frau ist freiwillig, nee, es war ein Mann, freiwillig von Amerika nach England zurückgefahren mit einem Schiff, um dort ein Verbrechen zu gestehen, um noch die gerechte Strafe zu bekommen. Es war, als ob plötzlich die Gerechtigkeit Gottes sich ausgießen würde über die Gesellschaft an vielen Orten. Und einer wollte die Prophetie wirklich dingfest machen. Josiah Litsch hat in dem Buch von Miller gelesen, dass der sich auch mit der 6. Posaune beschäftigt hatte, wonach irgendwann um 1840 das Osmanische Reich zusammenfallen würde. Die Türken, die schon so viele Jahrhunderte dem Abendland ein Dorn im Stachel, ein Stachel im Fleisch gewesen waren, ein Dorn im Fleisch. Und er schaute sich die Prophezeiung genauer an, diese 6. Posaune, die das Kommen Jesu einleiten würde, so glaubte man.
Die vier Engel, die vier Kalifate, so hatte man das schon immer ausgelegt, zu allen Zeiten, die gebunden waren an den großen Strom Euphrat. Sie waren losgelassen worden für eine Stunde und für einen Tag und den Monat und das Jahr. Und Litsch war mittlerweile ein versierter Prophetiestudent, der wusste, ein Tag ist ein Jahr. Ein Jahr, 360 Tage in der Prophetie, 360 Jahre plus ein Monat, 30 Tage, 390 plus ein Tag, 391 Jahre. Das muss sich irgendwo erfüllen. Und wieder wurden die Geschichtsbücher rausgeführt. Wann war es, dass das Oströmische Reich sich unter den Islam gestellt hatte? War es nicht 1449 gewesen, als der letzte oströmische Kaiser, Johannes Paleologus, gefragt hatte den Sultan damals, ob er das Amt annehmen durfte und sich damit ganz offiziell nach mittelalterlicher Rhetorik unter das Osmanische Reich gestellt hatte? Und Litsch rechnete, 1449 plus 391 bringt uns in das Jahr 1840. 1840 müsste das Osmanische Reich seine Souveränität verlieren. Aber er schaute noch genauer hin, war es nicht sogar auf die Stunde? Und wenn ein Tag für ein Jahr steht, dann steht eine Stunde für ein 24. Jahr. Ein 24. Jahr ist ein halber Monat, das wären 15 Tage. Und nochmal wurden die Geschichtsbücher herausgesucht. Wann genau ist es gewesen? Wann ist dieser Übergang gewesen? Und man rechnete und rechnete und kam darauf, es müsste am 11. August 1840 geschehen. Und jetzt waren die Leute völlig außer sich. Am 11. August 1840 soll was mit dem Osmanischen Reich geschehen. Wer hat es jemals gewagt, in der Geschichte der Christenheit so präzise etwas vorherzusagen? Und man wartete. Und der August kam. Man wusste, dass das Osmanische Reich in einer Krise war. Der Vizekönig von Ägypten, Muhammad Ali, hatte sich gegen seinen Sultan entgegengestellt. Und der war in äußerster Bedrängnis. Abdülmecid I. wusste nicht, wie er mit seinem untergebenen ägyptischen Vizekönig fertig werden sollte. Da waren es die europäischen Großmächte, die sich zusammentaten und die ein Ultimatum verfassten, und zwar direkt an den ägyptischen Rebellen. Und dieses Ultimatum erhielt dieser Rebell tatsächlich am 11. August 1840. Und an jenem Tag fragte Sultan, der Pascha, Abdülmecid I., die Diplomaten Europas, was dann geschehen würde, wenn das Ultimatum nicht eingehalten würde. Und die sagten ihm, lass das unsere Sache sein, du hast nichts mehr zu melden, wir kümmern uns drum. An jenem Tag entschied sich das Osmanische Reich, sich diplomatisch unter die europäischen Mächte zu stellen. Von jenem Tag an war das Osmanische Reich nur noch existent, weil die Europäer sie am Leben hielten. Der kranke Mann am Bosporus war geboren. Und Tausende und Abertausende erkannten, dass die Prophezeiung sich auf den Tag erfüllt hatte. Die Leute waren wirklich sprachlos. Und im selben Jahr, 14. und 15. Oktober 1840, kamen all die Missionare, all die Prediger, die Millers Botschaft gepredigt hatten, zusammen in Boston zur ersten Generalkonferenz. Himes und Henry Dana Ward und Joseph Bates und Josiah Litch und wie sie alle hießen. Und sie brachten diesen Report zusammen. Zwei Säulen, die gute Augen haben, können es lesen. Links und rechts. Kein Millennium vor der Wiederkunft. Und keine besondere Bedeutung des Volkes Israel in der Endzeitprophetie. Das waren die Säulen der Lehre Millers. Jesus kommt wieder. Und schnell ging es in die großen Städte, nach New York und nach Philadelphia. Die größten Säle wurden gemietet und die Menschen kamen zu Tausenden, zu Zigtausenden und konnten es kaum fassen. 1842 entwarf man die erste prophetische Karte mit all den prophetischen Daten und Symbolen und Christus im Zentrum, als der, auf den alle Prophetie zielte. Miller hat nie nur Daten gepredigt oder Prophetie-Symbole ausgelegt. Sein Ziel war es, die Menschen vorzubereiten, eine Beziehung zu Jesus zu haben. Denn wenn er kommt, dann ist es zu spät, sich zu entscheiden. War das nicht eine Erfüllung
von der Prophezeiung, die Habakuk im 7. Jahrhundert vor Christus gehabt hatte. Schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Jeder konnte jetzt die Prophetie gut verstehen. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. 1842 hatte man eine Idee, warum nicht in die freie Natur gehen und mit Zelten die Botschaft verkündigen, weil man fand kaum noch geeignete große Säle. Die Säle waren meistens zu überfüllt. Und so entwarf man ein Zelt. Das größte Zelt, das bis zu dem damaligen Zeitpunkt auf amerikanischem Boden gestanden hatte. Zigtausend passten da rein. Und man plante für 3 Camp-Meetings, Zeltversammlungen. Und einige dachten, meine Güte, werden wir das schaffen? Es wurden 31 noch im selben Sommer. Die Botschaft breitete sich aus wie ein Lauffeuer. Und dort im fernen Europa, im kalten Norden, als dort auch Männer anfingen, die Botschaft zu verkündigen, Jesus kommt, und dafür ins Gefängnis gesteckt worden sind, da suchten sich die Engel Menschen aus, die zu klein waren, die man noch nicht ins Gefängnis stecken konnte, Kinder, die anfingen zu predigen, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Die Kinderprediger von Schweden, eines der unglaublichsten Phänomene jener Zeit. War es nicht diese Episode, diese Zeit, dieses Zeitalter, von dem Jesus gesprochen hatte, dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Nach anfänglichem Interesse begannen die großen Kirchen, all die protestantischen Kirchen, die auf Sola Scriptura gegründet waren, Miller die Türen vor der Nase zuzuschließen. Man wollte lieber ein 1000-jähriges Friedensreich bringen. Man wollte lieber weiter spekulieren über die Rolle Israels in der Endzeitprophetie. Vor allem waren die Aufrufe Millers zu sehr, zu deutlich an das eigene Herz gerichtet. Die Türen wurden geschlossen, viele wurden ausgeschlossen und manche gingen dann auch freiwillig. Ein zweiter Engel war dem ersten gefolgt und der hatte gerufen, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. War nicht das erste Babylon dadurch entstanden, dass die Menschen nach der Sintflut, die die Wahrheit kannten, die Wahrheit wieder abgelehnt hatten? War nicht das zweite Babylon entstanden, als die Urchristenheit, die die Wahrheit kannte, die Wahrheit in der ausgehenden Spätantike ablehnte? Dasselbe passierte erneut. In jener Zeit begannen viele darüber nachzudenken, was eigentlich passiert, wenn man stirbt. 1843 war es ein anderer milleritischer Prediger, George Storrs, der gemeinsam mit Calvin French über dieses Thema zu predigen anfing. Und nicht alle nahmen es an, aber die allermeisten. Salomo hatte schon gesagt, die Toten wissen gar nichts. Statt den Menschen Angst zu machen mit einer ewig brennenden Hölle, wurde der Charakter Gottes, das Wesen Gottes, der echte Liebe ist und niemanden ewig quält, wieder sichtbar. Und das, was in den vorigen Erweckungsveranstaltungen, den vorigen Erweckungszeitaltern gefehlt hatte, das ausgewogene, symmetrische Bild Gottes wurde mehr und mehr dargestellt. Das ist ein Bild von George Storrs. Und dann ging das Jahr 1843 vorbei. Miller hatte bereits überlegt, dass das Jahr 1843 vermutlich gemeint sei, das jüdische 1843, ja, das heißt das von nach dem alten Kalender, von Frühjahr bis Frühjahr, aber auch dann ging Frühjahr 1844 vorbei. Und Jesus war nicht gekommen. Die Menschen waren tief enttäuscht. In jener Zeit wurde diese Prophezeiung von Habakuk neu gelesen. Eine Verzögerungszeit. Es schien sich zu verzögern, aber doch sagte die Prophezeiung, es würde eintreffen. In jener Zeit nannte man diese Menschen, die auf die Ankunft Jesu warteten, die Adventisten. Und in jener Zeit
haben einige wie Miller und Himes es geschafft, das Evangelium bis nach Washington D.C. zu bringen und dort in der Nähe des Kongresses Menschen auf höchster politischer Ebene zu erreichen mit der Botschaft. Mittlerweile gab es eine ganze Batterie an verschiedenen Zeitschriften, die in allen Städten verteilt wurden. Es gab in jeder Stadt Leseräume, Bibliotheken, in denen man sich Bücher über die Prophetie und Bibeln ausleihen konnte. Behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Der Bräutigam kommt. Geht aus ihm entgegen. Und überall wurde diese Botschaft verbreitet. The midnight cry, the trumpet of alarm, the voice of truth, the voice of Elijah. Man fing Anfang 1844 an, darüber nachzudenken, ob man sich nicht vielleicht ein bisschen verrechnet hat. Mehr und mehr Leute überlegten sich, dass wenn man vor Christus anfängt und nach Christus aufhört, man bedenken muss, dass es volle Jahre rückwärts sind und volle Jahre vorwärts. Und dass eigentlich die Prophezeiung nicht 1843 endet, sondern wenn man mathematisch genau vorgeht, erst 1844. Und in jenem Jahr war es eine Siebenten-Tags-Baptistin, die Interesse an der milleritischen Lehre hatte, die dem ersten Miller-Prediger die Idee vorschlug: Warum haltet ihr eigentlich den Sonntag? Rachel Oaks Preston war eine Siebenten-Tags-Baptistin und sie hatte einen Eifer für den Siebenten-Tags-Sabbat. Man sagte ihr, naja, weißt du, Jesus kommt ohnehin in ein paar Wochen, ein paar Monaten, dann können wir ihn ja fragen, welches der richtige Tag gewesen wäre, aber jetzt noch eine große Reformation zu machen, das lohnt sich nicht mehr. Aber einer, Frederick Wheeler, der nahm die Sache schon mal an. Und während dort der Sabbat wieder seinen Kopf aus dem Sand der Zeit steckte, ging in England ein Wissenschaftler in seinem Garten auf und ab. Er hatte jahrelang auf der HMS Beagle die ganze Welt bereist und viele Dinge gesehen, viele Dinge durchdacht und Sachen mitgebracht. Und jetzt ging er dort in seinem Garten entlang. Und es war im Jahre 1844, just in diesem Moment, dass er auf einem Papier zum ersten Mal die Idee aufschrieb, dass vielleicht Gott gar nichts geschaffen hat, sondern all die Dinge voneinander abstammen. Charles Darwin war sein Name. In jener Zeit, da schliefen fast alle ein. Man wartete und wartete und man fragte sich, was jetzt passieren würde. Waren nicht im Gleichnis von Jesus auch alle 10 Jungfrauen eingeschlafen? Aber dann waren sie aufgewacht durch einen Ruf, den Mitternachtsruf. Und der kam 1844 am 17. August. Es war ein Camp-Meeting und Joseph Bates, einer der großen Miller-Prediger, stand vorne und predigte über die Beweise der Prophetie, wie man sie schon immer kannte. Und er predigte und predigte und es war interessant, aber man kannte schon alles, es gab nichts Neues. Und irgendwie ging es so vor sich hin und vor sich hin und vor sich hin. Und dann ritt jemand entlang. Sein Name war Snow. Samuel Snow. Und er kam angaloppiert auf seinem Pferd, rannte zu dem Zelt und setzte sich hinten irgendwo in einer Reihe und fing an, der Frau neben ihm zu erzählen. Stell dir vor, was ich rausgefunden habe. Vielleicht hat Joseph Bates das bemerkt. Was stört er mich da? Naja, ich werde ihn nicht beachten. Er musste ihn aber dann beachten, als selbige Schwester aufstand und sagte: Bruder Bates, wir freuen uns, dass du predigst. Alles gut und schön, kennen wir schon. Der Mann hat Neues zu sagen. Lass ihn mal ran. Man ließ ihn auch, Bates war demütig genug zu sagen, okay, das stimmt, ich habe nichts Neues zu sagen, möge er predigen. Aber seine Nachricht war so spektakulär, dass man sagte, okay, das ist zu viel, wir müssen erst morgen, wir kommen morgen zusammen. Und am nächsten Morgen erklärte ihn, was er herausgefunden hatte, dass nämlich die Prophezeiungen nicht nur auf das Jahr genau sich erfüllen, sondern dass Jesus nicht nur im richtigen Jahr 31 gekreuzigt worden war, sondern auch im richtigen Monat, am richtigen Tag, am 14. Nisan. Aber die Wiederkunft würde nicht mit dem Passa zusammenfallen, sondern mit dem großen Versöhnungstag. Und der war im 7. jüdischen Monat, im Tischri. Der 10. Tischri. Und die Menge war gespannt, wann wäre der 10. Tischri, 1844. Und Snow hatte seinen Kalender dabei. Es wäre der 22. Oktober. Noch ein bisschen mehr als 2 Monate. Und jetzt brach etwas los, was niemand, kein Mensch hätte entstehen lassen können. Überall, hier sieht man es vielleicht ganz klein, 22. Oktober, überall begann die Botschaft sich zu verbreiten, wie ein ungehindertes
Lauffeuer. Bis dahin hatte Heinz alles wie ein Weltmeister koordiniert, aber jetzt übernahm der Heilige Geist. Und es war süß in meinem Mund, wie Honig. Wenige Tage vorher, 10 Tage vorher, The Midnight Cry, 12. Oktober. Miller übernahm diese Ansicht auch und dachte, es stimmt, es muss sein, es muss der 22. Oktober sein. 8 Tage vorher starb Charles Fitch, weil er bis zuletzt Leute getauft hatte. Er bekam eine Lungenentzündung, weil er in der Eiseskälte, ohne sich abgetrocknet zu haben, weitergelaufen war und starb. Und dann kam ein Dienstag. Es war der 22. Oktober, so wie heute. Und sie standen auf den Felsen. Sie hatten noch einmal ein gutes Essen gegessen. Wer weiß, was es im Himmel gibt, nicht mehr. Hatten noch einmal die letzten Warnungen ausgesprochen. Und jetzt schauten sie in den Himmel. Oh, hätten sie bessere Augen gehabt. Hätten ihre Augen hindurchgehen können durch die Wolken, durch die Stratosphäre in das Weltall direkt. Sie hätten gesehen, wie genauso wie sie selbst Millionen von Engeln sich auf diesen Tag gefreut hatten, denn an diesem Tag erhob sich der Thron Gottes. Und er verließ dieses gewaltige Gebäude des himmlischen Heiligen, um in das himmlische Allerheiligste zu gehen. Und Millionen von Abermillionen Engeln folgten ihm, einem der größten Spektakel, die jemals im Himmel gesehen worden waren. Und Jesus selbst folgte seinem Vater und ging in den allerheiligsten Ort des gesamten Universums. Und dort wurden die Throne aufgestellt. Dort ging das Feuer vom Thron aus, so wie Daniel es zitternd in der Prophezeiung gesehen hatte. Und dort wurden Engel berufen. Geht in die ewige Bibliothek und holt die Archive. Und der erste Engel kam mit den Aufzeichnungen von Adam und Hawa und von Kain und von Hevel. Und die Bücher wurden aufgetan. Das Gericht Gottes begann. Jesus würde bald wiederkommen, aber er würde nicht einfach den Erdball erobern, so wie weltliche Eroberer. Er würde genau feststellen, wer ist schuldig und wer nicht. Denn Gott war nicht nur Liebe, Gott war auch Gerechtigkeit. Und das sollte offenbar werden. Aber sie haben es nicht gesehen. Und sie haben es nicht gewusst. Am nächsten Morgen sah die Welt so aus wie am Abend. Es war bitter im Magen. Manche trauten sich kaum auf die Straße. Wo ist denn Jesus? Oh, ist da lang gelaufen? Ne? Oh, nee, doch da lang. Ne? An jenem Morgen ging ein Mann durchs Maisfeld. Hiram Edson war sein Name. Er wollte einige Brüder, einige Geschwister stärken. Und als er so durch das Maisfeld ging, da war es, als ob die Sonne in seinem Kopf aufging. Er ging nochmal Daniel 7 durch und es fiel ihm auf, dass dort stand, dass Throne aufgestellt wurden. Wenn man Throne aufstellt, dann bewegen sie sich. Und es fiel ihm auf, dass Jesus gar nicht zur Erde kam in Daniel 7, sondern zum Vater. Fast ein bisschen so wie Jahrhunderte zuvor, als Kleopas und der andere Jünger nach Emmaus gingen und plötzlich es ihnen wie Schuppen von den Augen fielen. Hiram Edson nahm sich einen guten Freund, Crozier und Dr. Hahn, und sie studierten gemeinsam diese Idee von dem Heiligtum und sie stellten fest, tatsächlich, es gibt 2 Abteilungen im Heiligtum, das Heilige und das Allerheiligste. Und der Priester war immer im Heiligen und einmal im Jahr zum großen Versöhnungstag ging er in das Allerheiligste, wenn Jesus unser hoher Priester ist und jetzt der große Versöhnungstag ist, dann ist er nicht zur Erde gekommen, sondern in das Allerheiligste, um das Gericht zu beginnen. Und sie lasen Daniel 8, Vers 14 nochmal, da stand ja gar nicht Erde, da stand Heiligtum.
Und vielleicht muss man ein Heiligtum reinigen. Sie studierten das Heiligtum und stellten fest, ja, in das Heiligtum werden alle Sünden übertragen. Und wenn unsere Sünden durch Jesus Christus gesühnt werden, dann überträgt er unsere Sünden in das himmlische Heiligtum. Kein Wunder, das himmlische Heiligtum muss gereinigt werden. Und während sie studierten, 5 Monate lang, bekam eine junge Dame mit 17 Jahren eine Vision. Sie sah nichts Theologisches, aber etwas sehr Tröstliches. Jesus war immer noch bei seinem Volk. Ellen Gold Harmon war ihr Name. Und im April 1845 trafen sich die meisten Adventisten in Albany. Die meisten von ihnen hatten sich entschlossen, es war ein Fehler. Der 22. Oktober 1844 war einfach daneben. Wir müssen ein neues Datum finden. Just in diesem Monat kamen Crozier und Edson mit ihren Ergebnissen, aber sie wurden nicht mehr gehört. Die große Menge organisierte sich als die Albany Adventisten und nur wenige blieben zurück, die glaubten, dass das Ganze kein Fehler gewesen war. Es war das richtige Datum, aber ein falsches Ereignis. Und in jener Zeit begann der Sabbat, seinen Kopf noch weiter aus dem Sand der Zeit zu stecken. Über T.M. Preble kam er zu Joseph Bates, jener Mann, der Platz gemacht hatte für Samuel Snow. Und der Sabbat bekam große Bedeutung. Aber viele von denen, die festhielten an dem Datum, wurden fanatisch. Samuel Snow glaubte irgendwann, er sei ein Prophet, er sei Elia selbst. Manche fingen sogar an zu glauben, sie müssten werden wie die Kinder, buchstäblich, und fingen an, auf allen Vieren zu krabbeln. Und die, die glaubten, es war alles ein Fehler gewesen, sahen diesen Fanatismus und sagten, schaut, das ist die Frucht davon. Aber Bates und wenige andere hielten fest an dem originalen Glauben und nahmen die neuen Erkenntnissen dazu. Hatte nicht Gott gesagt, gedenke an den Sabbattag? Dass der 7. Tag der Sabbat des Herrn ist? War es nicht dieser Tag, den Gott gesegnet und geheiligt hatte? Noch einer hielt fest daran, dass es das richtige Datum war. Sein Name war James White und er würde bald zum Führer einer kleinen Gruppe von 50, 60 Mann werden, die an dem Datum festhielten und nicht fanatisch wurden und einfach Gott glaubten, dass er die Erklärung bringen würde. Er heiratete Ellen Gold Harmon, die jetzt Ellen Gold White hieß. In jener Zeit war die Welt in großen Aufruhr. In 1848 brach in ganz Europa Revolutionen aus. Hier das erste bekannte Foto, das jemals von einer Menschenmenge geschossen worden ist, aus dem Jahre 1848. Und auch der Satan wusste, was die Zeit geschlagen hatte. Und die Fox-Schwestern berichteten von mysteriösen Erlebnissen. Sie hätten Kontakt mit den Toten. Als Jesus die Wahrheit über den Sabbat und das Gesetz und das Gericht offenbart, da brachte der Satan die alte Lehre der Totenbeschwörung wieder aus den Archiven heraus. Und in jener Zeit trafen sie sich, diese wenigen Pioniere. Und sie brachten all das mit. Hiram Edson, das, was er über das Heiligtum studiert hatte. Und Joseph Bates, das, was er über den Sabbat studiert hatte. Und James White, das, was er über die Prophetie studiert hatte. Und sie kamen zusammen und sie diskutierten und stritten sich und kamen zusammen und brachten all diese Ideen von 1844 und dem Heiligtum und dem Gesetz zusammen. Und plötzlich sahen sie, dass alles zusammenpasst. Denn wenn Jesus in das Allerheiligste gegangen ist und jetzt dort ist, dann ist er bei der Bundeslade und in der Bundeslade sind die 10 Gebote und dort ist der Sabbat im Zentrum. Plötzlich entwickelte sich ein harmonisches Ganzes und deswegen sind die Seelen sterblich, denn wenn sie unsterblich wären, bräuchte man kein Gericht, das darüber entscheidet, ob sie gerettet oder ungerettet sind. Plötzlich kamen alle Lehren wie ein harmonisches Ganzes zusammen. Gott ist Liebe und er ist es immer. Er ist gerecht. Sein Gesetz, das Gesetz der Liebe, sollte neu im Fokus stehen. Auf jenen Sabbatkonferenzen in Scheunen wie dieser wurde das Fundament gelegt. Aber mehr noch, als man alle Lehren zusammenbrachte, war die Summe mehr als die Addition der Einzelteile.
Man entdeckte, dass alles zusammengenommen mehr ist als nur 1844, ein Heiligtum, ein Sabbat, Zustand der Toten. Man entdeckte, dass alles zusammengenommen eine neue Botschaft ergibt. Johannes hatte einen anderen Engel gesehen, vom Aufgang der Sonne her, der das Siegel Gottes, des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und plötzlich wurde deutlich, was der gesamte Sinn dieser Geschichte war. Gott war schon immer Liebe. Und Gott war schon immer derselbe. Aber sein Volk hat ihn manchmal geliebt und oft nicht. Und wenn es irgendetwas noch brauchte in dieser Weltengeschichte, dann war es ein Volk, das Gott immer liebt. Ein Gegenpart zu Gott. Wenn Gott die Liebe ist und es immer ist, das sein Gesetz ist, sehnte sich Gott nach einem Volk, das endlich das widerspiegelt, dass das Gesetz Gottes, immer Liebe zu sein, im Herzen trägt, versiegelt, so dass man nicht mehr bewegt werden kann, dass man sich nicht mehr ändert, sondern dass man gleichbleibend Gott liebt. War das nicht der Plan Gottes von Anfang an gewesen? War das nicht Gottes Plan, den wir in der ersten Episode betrachtet haben, Menschen zu schaffen, die den Charakter Gottes widerspiegeln? Alle Bewegungen Gottes in der Geschichte zielten auf dieses Ziel hin. Und hier war seine letzte Chance. Alle Prophezeiungen hatten ihre Register gezogen. Alle Lehren der Bibel waren zusammengekommen für diese letzte Bewegung. Nicht einfach nur, damit ein paar Leute besser die Prophetie kennen als vorher, sondern um ein Volk zu bereiten aus allen Nationen, allen Völkern, allen Stämmen, allen Sprachen, allen Kulturen, allen Religionen zusammenzurufen. Ein Volk, das Gott liebt, immer, das versiegelt ist, das Gesetz Gottes an ihrer Stirn hat. Hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die, die halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Jene, die Jesus lieben, werden sein Gesetz halten. Wie oft? Hier ist die Geduld der Heiligen, die Beständigkeit. Nicht ein emotionales Aufflackern wie früher in den Erweckungsbewegungen, wo man sagt, oh, ich liebe Gott, und dann hat man es wieder vergessen. Gottes Ziel mit dieser Adventbewegung war endgültig, der Welt zu zeigen, wie er wirklich ist, durch Menschen, die Gott immer lieben, die geduldig sind unter allen Umständen, wird das Bild Gottes, der immer liebt, wirklich sichtbar. Und als äußeres Zeichen dieser Idee sollte der Sabbat dienen. Die Unterschrift Gottes auf die Schöpfung. Sollte die Unterschrift Gottes sein auf den Charakter eines wiedergeschaffenen Herzens. 1849 präsentierten sie ihre Erkenntnisse zum ersten Mal in einer Zeitschrift, The Present Truth, die gegenwärtige Wahrheit. Und so wie die ersten Christen sich schwer damit taten, andere zu erreichen und es kaum glauben konnten, dass Gott sogar die Heiden beruft, so dachten auch die ersten Adventisten, dass Gott nur zu ihnen spricht und nur zu denen ihnen eine Botschaft sendet, die schon das meiste wissen. Erst um 1850 erkannten sie, dass ihr Auftrag allen Menschen gilt. Und jetzt begann ein Missionseifer, den es vorher nicht gegeben hatte. The Second Advent Review and Sabbath Herald begann die Grundlagen der Adventbotschaft, die Grundlagen des Gesetzes Gottes, die Grundlagen der letzten prophetischen Ereignisse zu verkündigen. Und all das, was sie entdeckt hatten, wurde im Nachhinein bestätigt durch Visionen, die Gott der Ellen White gab. Hatte nicht Johannes auf Patmos gesehen, dass die übrigen, die Babylon verlassen würden, die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben? Und als Johannes vor Gabriel fast niederfallen wollte, hatte der gesagt, tu es nicht, ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Sie hatten jetzt alles zusammen. Aber es passierte etwas Merkwürdiges. Sie wussten alles.
aber sie taten es nicht so richtig. Es war 1857, dass James White entdeckte, dass es noch eine siebte Gemeinde in Offenbarung gab, die zu sehr von ihrem eigenen Zustand sprach, dem Engel der Gemeinde von Laodicea, dem Volk des Gerichtes. Das Volk, das lebt, wenn Gott Gericht hält, schreibe, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärst. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und tatsächlich, die Gemeinde Laodicea bekam von Gott in Offenbarung keinen einzigen theologischen, doktrinalen, lehrmäßigen Tadel. Sie wussten die Wahrheit. Aber darum war es Gott nie gegangen. Er wollte nicht eine Gruppe von Besserwissern haben. Er wollte ein Volk haben, das Gottes Charakter widerspiegelt. Die Güte und Liebe Gottes dauerhaft anderen Menschen zeigt. Du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, soweit ich auch überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Ich rate von dir, Gold zu kaufen, echten Glauben, das im Feuer, in der Liebe Gottes geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Ein Jahr später erhielt Ellen White eine ihrer größten Visionen in ihrem Leben. Sie sah den großen Kampf im Himmel. Sie sah das, was schon Jesaja und Hesekiel und Johannes gesehen haben. Sie beschrieb es in einer Detailfülle, wie es kaum vorher bekannt war. In völliger Harmonie mit dem, was schon die alten Propheten gesagt hatten. Der große Kampf, das Thema, das die gesamte Weltengeschichte durchzieht, wie ein roter Faden. Und irgendwann war man an dem Punkt gelangt, die Gruppe wurde immer größer, man müsste einen Namen finden. Wie sollen wir uns nennen? Sollen wir uns nennen The Church of God, die Kirche Gottes? So hießen schon so viele. Man hat überlegt und dann kam man auf eine simple Idee. Wenn wir an die Wiederkunft glauben und glauben, dass der siebte Tag das Zeichen Gottes ist, warum nennen wir uns nicht siebenten Tags Adventisten? 1861 wurde der Name zusammen formuliert. Im selben Jahr wurden die ersten Schüsse auf Fort Sumter abgegeben. Der Süden der USA hatte sich gegen den Norden gestellt. Es ging um die Frage der Sklaverei und die meisten Menschen glaubten, es würden wenige Wochen vergehen und dann würde die Sache geklärt werden. Aber die kleine Ellen White sagte, es würde viele Jahre dauern und es würden viele Menschenleben kosten. Niemand glaubte ihr. Doch die Realität zeigte, sie hatte die Wahrheit. Der Norden gegen den Süden, die Union gegen die Konföderation. Es war der erste Krieg, der auf Fotos festgehalten wurde und es war grausam ohne Vorstellungskraft. Der amerikanische Bürgerkrieg veränderte die Gesellschaft dauerhaft. Es war kurioserweise genau in dieser Zeit, als Ellen White ihre erste Vision bekam über den Wert eines gesunden Lebens. Und dass in der letzten Zeit Tiere so krank werden würden, dass es für den eigenen Verstand und das Verständnis der Bibel besser wäre, ganz drauf zu verzichten. Und im selben Jahr wurden die Siebentagsadventisten als Gemeinde, als Kirche gegründet. Einer von ihnen, Uriah Smith, verfasste in den Jahren 1867 bis 1873 eines seiner großen Werke über Daniel Offenbarung. Er fasste darin die Erkenntnis des prophetischen Studiums zusammen, denn Siebentagsadventisten hatten erstaunliche Dinge behauptet. Sie hatten ausgehend aus Offenbarung 13 gesagt, dass das tote Papsttum wiederkommen würde. Sie hatten gelesen, dass der Kopf, der zu Tode verwundet war, wieder geheilt werden würde. Das war deswegen merkwürdig, weil in derselben Zeit der Vatikan schon wieder sein Kirchenstaatsterritorium verloren hatte und ohne einen Zentimeter Territorium da stand. Und in jener Zeit sagte die Kirche der Siebentagsadventisten, das Papsttum wird die Weltherrschaft wieder übernehmen. Waren die noch ganz klar im Kopf, hat sich manch einer gefragt. Und dann hatten sie noch kurioserweise entdeckt, dass dieses zweite Tier, das Johannes gesehen hatte, das aus der Erde kam mit lammähnlichen Hörnern, dass das die Vereinigten Staaten von Amerika seien. Und die würden sprechen wie ein Drache. Die würden ihren Charakter völlig auf den Kopf stellen. Die würden Weltmacht werden. Die würden handeln wie der Satan. Und sie würden genauso mächtig werden wie das Papsttum im Mittelalter. Das schien vollkommen unvorstellbar. Die USA waren ein relativ kleiner Staat, der noch nicht einmal die Westküste ganz erreicht hatte und sich nicht in internationale Politik einmischen wollte. Aber sie schrieben es trotzdem, Andrews und Smith und James White.
Die sprachen sogar, dass die USA, die so protestantisch waren, sich so sehr dem Katholizismus nähern würden, dass sie ein Bild davon abgeben würden und dass sie letztendlich Gesetze erlassen würden, die Menschen zwingen würden, falsche Anbetung durchzuführen. Mehr davon heute Abend. Die dritte Engelsbotschaft, die sie entdeckten, sprach genau davon. Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und das Zeichen an seine Stirn oder seine Hand annimmt, und zu dem völligen Entsetzen der meisten Menschen schrieben diese Adventisten sogar, dass dieses Zeichen ein nationales Sonntagsgesetz in den USA sei, in demselben Staat, in dem in der Verfassung steht, dass Kirche und Staat so getrennt sind, dass der Staat niemals ein Gesetz für die Religion erlassen könnte. Das sollte geschehen. Das erschien noch unglaublicher, als zur Zeit von Daniel zu behaupten, dass Griechenland mal ein Weltreich werde. Hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die, die halten die Gebote Gottes und den Glauben Jesu. Und dann, 30 Jahre nach der großen Enttäuschung, dämmerte es ihnen, wir müssten eigentlich die ganze Welt erreichen. Wir haben Leute an der Westküste, wir haben Leute an der Ostküste. Wir haben vielleicht auch einige in Kanada. Aber die Welt ist größer als die USA. Das dauerte 30 Jahre für Amerikaner, um herauszufinden. Und wenn Jesus bald wiederkommt, werden wir es überhaupt noch schaffen, ganz China und Indien zu erreichen? Sie machten einen kleinen Anfang. 1874 wurde ihr bester Mann, John Nevins Andrews, der einer der klügsten Männer überhaupt, gesandt in das größte Missionsfeld, das man damals finden konnte, die Schweiz. Es war ein erster Anfang. Aber würden sie es noch schaffen, die Welt zu erreichen, bevor Jesus wiederkommt? Das werden wir heute Abend sehen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir warten auf die Wiederkunft. Und du wartest auf uns. Du wartest darauf, dass wir nicht noch mehr wissen und noch mehr tun, sondern mehr so sind wie du. Und dadurch mehr wissen werden und mehr tun werden. Du wartest darauf, dass wir das Ziel, das du durch alle Zeitalter gehabt hast, verwirklichen. Nämlich deinen Charakter, dein Wesen, deine Liebe, deine beständige Liebe wiederzuspiegeln, auszuleben. Ein Beispiel zu sein für dich, ein Licht zu sein für dich. Und zwar nicht nur in unserer Familie, nicht nur in unserer Umgebung, sondern bis an die Enden der Welt. Wir haben heute gesehen, wie du in rauen Zeiten deine Gemeinde geführt hast, durch große Enttäuschung und manches Unverständnis hindurch. Und wie du aufgrund der prophetischen Schriften aus Daniel und Offenbarung eine Bewegung ins Leben gerufen hast, in der alle Lehren der Bibel, alle Prophezeiungen zusammengezogen werden, nicht für Besserwisserei, sondern um deinen Charakter so gut wie möglich zu verstehen. Wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass wir nicht vergessen, wie du uns in der Vergangenheit geführt hast und dass wir lernen, deiner Führung auch in der Zukunft zu vertrauen. Und wir danken dir, dass du deine Gemeinde, mit der du zur Zeit von Adam begonnen hast, dass du sie sicher ans Ziel führen wirst. Im Namen Jesu, unseres hohen Priesters, der jetzt im Allerheiligsten für uns dient. Amen.